Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift. Und wir machen mal weiter, wo wir aufgehört haben, und zwar hier. Ja, wir haben noch dieses eine Event und dann haben wir die Competition oder was weiß ich ja auch geschafft. Und ja, wollen wir nochmal sehen, wie wir uns schlagen. Danach werde ich nochmal ein, wie heißt es? Einladungsevent machen, weil die Dinge geben ja Geld bekanntlich, aber auch nicht so viel, finde ich. Okay, noch ein paar Sekunden bis zum grünen Licht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß. Und weiß sei ich. Ja, weiß ich. Auf geht's. Uiuiuiui. Oh, hier muss ich aus der Sicht fahren. Weil ich die Strecke hasse wie sonst was. Aua. Ja, super. Hey, da wird es diese Kurve geschafft. Und diese. Hey, ja, immerhin. Wir haben es geschafft. Oh oh. Uiuiui. Ah, und? Ach komm, nur weil ich mich verfahren habe. Naja, immerhin haben wir es geschafft. Neues Fahrerlevel erreicht. Hurra! Yay! Wow. Ich glaube, wir sollten mal zart zulegen. Wow. Na komm. Wow. Ja, yeah, okay, zweiter. Ich werde es aber nochmal fahren. Weil, das werde ich mir nicht bieten lassen. Von der sich gesehen. Naja. Wissen wir. Ja, wissen wir. Level 5! Oha! Zwei zusätzliche Garagenslots und Vinyl-Kategorie. Ah, das ist schön. Noch einmal versuchen. Ja, will ich. Okay, noch ein paar Sekunden bis zum grünen Licht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß. Und sei vorsichtig. So, ich habe mich ja vorhin viel zu lange mit den Gegnern aufgehalten. Grün, los, los, los. Boah. Der war aber voll für den Arsch. Ja, genau. Nein! Ja, klar. Genau. Dem Seat Leon erstmal hinten schön rein. Und zack. Hinten rein. Na komm schon. Ja, lass mich doch durch. Thank you.
Nur weil ich im Windschatten gefahren bin? Ja! Immer in die Kurve geschafft. Ja, natürlich nicht. Ups, wir haben das ganze Nitro verballert. Ja, würdest du mal aufhören, bitte? Dankeschön. Warum habe ich die Kurve jetzt schon wieder nicht geschafft? Aber immerhin habe ich die Kurve geschafft. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Hauptsache, wir gewinnen das hier. Ups, das war zu weit. Macht nichts. Ah ja. Ah ja. Lol, schon wieder ein neues Fahrerlevel. Yeah! Zumindest haben wir die Kurve geschafft. Das ist schön. 1500 Punkte, Alter. Jetzt kriegen wir aber massig, Leute. Zack, 4000 wieder. Und zack. Ja, super. Ich wollte aber keine Präzision. Neue Felgen freigeschaltet. Felgenpaket 2 und neues Einladungsevent erhalten. Ah, cool. Gut, dann auf. Hoffen wir doch mal, dass das weiterhin so schön ist. Gut gemacht, du hast die nächste Stufe freigeschaltet. Gut gefahren, du hast Stufe 2 geöffnet. Diese Stufe bietet neue Rennmodi, Drift- und Fahrradduelle sowie eine Reihe neuer Wagen, die du beim Autohändler kaufen kannst. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, stehen Stufe 2 Upgrades zur Verfügung, mit denen du deinen Stufe 1 Wagen verbessern kannst. Wenn sich dein Fahrerkönnen verbessert hat, kannst du in den Gameplay-Optionen deinen höheren Schwierigkeitsgrad einstellen. Schön für dich! Yeah! Läuft alles ziemlich gut, du entwickelst deinen eigenen Fahrstil. Ich weiß. Jetzt musst du dein Talent auf anspruchsvolleren Strecken zeigen. Mach ich. Immer. Gerne. So. Irgendwie sowas. Ein paar Duelle stehen auf dem Programm. Ein Kampf mit gleichen Chancen für jeden. Das finde ich gut. Wow. Manufacture, genau. Das kenne ich noch. Als nächstes kommen ein paar Drift-Events. Dafür müssen wir noch einen Wagen tunen und vorbereiten. Ja. Immer mit der Ruhe. Du musst jetzt vielseitiger sein und dich auf verschiedene Renntypen einstellen. Immer. Jetzt, wo du den Sprung geschafft hast, werden wir stärkeres, leistungsfähigeres Material bekommen. Audi. Okay, mach mir den Wagen fertig, damit du wieder auf die Strecke kommst. Audi werde ich definitiv nicht nehmen. Schön. Ja. So. Nee. Ups. Das wollte ich doch gar nicht. Wie viel haben wir eigentlich wieder? 11.000. Immer noch zu wenig. Genau. Stufe 1. Wir machen nämlich das erstmal. Einladungsevents. Was haben wir denn so Schönes gekriegt? Ja, super. 8.000. Alter, warum kriegen wir immer so wenig? Na egal. Scheiß auf. BMW stellt uns heute für ein paar heiße Runden den 135i zur Verfügung. Da wir ja wissen, wie das... Da ist der M3E92, Alter. Genau mit dem Bodykit, was ich meine. Und den gibt's hier in diesem Spiel nicht. Oder gibt's den in dem Spiel? Könnt ihr mir ja unten meine Kommentare reinschreiben. Okay, wir sind dann gleich soweit. Halt dich bereit, ich sag dir den Start an. Danke. Grün, gib Gas! Ja, mach ich. Yep. Schick. So. 55 sollen wir schaffen.
kriegen wir hin. Denke ich, hoffe ich, oder wie auch immer. Ja, yep, perfekt. Wir haben die Kurve gemeistert. Das ist doch schön. Ja, yep, das ist schön. Und wir kriegen das sogar hin, oder? Ja, yep, 53. Yeah, das ist doch schön. Ja, yeah, komm. Zack. Zack. So ist schön. Kleines Abzeichen. Sauberes Rennen gefahren. Ja, ich bin ja nicht der beste Fahrer, aber ich kann es wenigstens. So ein bisschen. Irgendwie so. So, wir haben wieder 8000 gekriegt. Macht nichts. Den Ford Focus können wir machen. Wir wurden gefragt, ob wir nicht ein paar heiße Rundenzeiten mit diesem Ford Focus ST fahren wollen. Jupp, gerne doch. Time Attack. Beim Zeitfahren geht es darum, deine Rundenzeit immer weiter zu verbessern. Der Fahrer mit der besten öffentlichen Rundenzeit gewinnt das Event. Läuft der Countdown ab, endet das Rennen nach der momentan gefahrenen Runde. Ein Kampf, bei dem sich zwei Fahrer als Führender und Verfolger abwechseln und zwei... Ja, danke, dass ich so schnell lesen darf. Wir stehen kurz vor dem Start. Nur noch ein paar Sekunden, dann geht's los. Ja, danke auch. Grünes Licht, los, los, viel Spaß. Jupp, danke, werde ich haben. Yay! Der Wagen schleudert aber ganz schön, oder? Das finde ich toll. Was soll ich schaffen? 58. Oh, ich weiß, ich habe die Kurve nicht wirklich geschafft. Aber egal, hey! Scheiß auf die Kurven gerade mal. Auch wenn das jetzt Punkte geben würde ohne Ende, wäre mir das gerade mal relativ. Schaffe ich aber nicht, oder? Ah ah. 10 Sekunden hinten beim Ziel? Das schaffe ich nicht. 57, 58, 59. Ja, lol. Okay, so geht's auch. Weil ich mich zu sehr auf die Kurven fokussiert habe. Ja, ne, klar. Oh, okay. Ha! Kriege mich 100 Punkte bei Kurven schaffen. Yep. Und ich schaff es wieder nicht. Ach, wie schön das da ist. So, jetzt reicht's mir aber. Jetzt reicht's mir. Jetzt nehme ich die Kurven so hart, wie es geht. Jetzt könnt ihr mich mal. Ja, siehst du, sei doch. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. 54, 55, 56. Ja. Na gut, ich habe etwas gebraucht, aber immerhin, ich habe es geschafft. 8000, das ist schön. Oha, kurz vor Level Up. Yep.
wissen wir. Dankeschön. So. Wisst ihr was? Da können wir auch... Was? Tester, dann können in Stufe Fort GT gegen Viper SRT 10. Schön. Das wird ein toller Wettkampf. Du hast die Wahl zwischen dem Ford GT und der Dodge Viper. Tja. Und da ich weiß, was ich nehme. Das könnte lustig werden. Ich bin der typische Ford GT-Fan. Dodge Viper ist zwar nett, aber zu rutschig. Ein paar Sekunden noch bis zum grünen Licht. Das fahre ich definitiv. 5 Sekunden Vorsprung auf ihn raus oder fahr als erster über die Linie, okay? Das fahre ich definitiv aus der Sicht. Grün, los, los, los. Ja. Wow. Nee, mein Freund. Nicht abhauen hier. Ich weiß, dass der das Duell jetzt gewinnen wird. Ach, leck mich doch. Neustart. Ja, will ich. Ein paar Sekunden noch bis zum grünen Licht. Denk dran, hol 5 Sekunden Vorsprung auf ihn raus oder fahr als erster über die Linie, okay? Grün, los, los, los. Ja, klar. Komm her, komm her. Komm wieder runter davon. Ach, komm, geh kacken. Das werde ich nochmal probieren. Ein paar Sekunden noch bis zum grünen Licht. Denk dran, hol 5 Sekunden Vorsprung auf ihn raus oder fahr als erster über die Linie, okay? Grün, los, los, los. Ja, super, jetzt haben wir es wieder verdaddelt. Wie ich das hasse. Yeah. Natürlich. Naja, das war's auch schon für diese Folge und wir sehen uns gleich wieder.